Boah, sieht aber schon ziemlich geil aus hier, muss ich sagen. Mit so kleinen Robotern sogar am Start. Ein kleiner R2-D2. Das ist, glaube ich, hier zu leise. Ich glaube, man hat mich jetzt gar nicht gehört, ne? Also, trotzdem nochmal ein herzliches Willkommen zum zweiten Part von Elea oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben bei dieser komischen roten Feuerwand oder so, die uns hier offenbart hat. Und wir wissen noch gar nicht richtig, was wir sind, wo wir sind. Naja, wer wir sind, wissen wir natürlich schon, aber den Rest, der bleibt sich uns verschlossen, sozusagen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier rauskomme. Vielleicht muss ich einfach wieder in den Raum reinlaufen. Kazumi, Voyager 1231 River, Elea, Catherine Jones, requesting assistance to exit. Okay, ich habe das Gefühl, die hängt in irgendeinem Programm fest oder so. Wenn da steht, sie ist eine Reisende. Vielleicht ist das so eine Reisende, die durch die Erinnerungen oder so reisen kann. What the fuck? Bin ich... Was ist denn das da? Okay. Ich habe meinen PC kaputt gemacht. Hey, wir starten schon wieder hier. Oder auch nicht. Da oben sehe ich so eine Flosse rausgucken, aber aus der oberen Wasseroberfläche. Kazumi, Voyager 1231 River, Elea, Catherine Jones, requesting assistance to exit. Wir wollen hier raus, Leute. Wir wollen hier raus. Es kann ja nicht sein, dass wir hier drin feststecken. Captain Kirk, Warp-Antrieb aktivieren. Was muss ich denn machen? Ich glaube, ich muss mir das einfach über mich ergehen lassen. Ein Fehler in der Matrix. Hä, schon wieder? Oh, warte mal, vielleicht zeigt uns das Video, was wir machen müssen. Vielleicht müssen wir... Nee, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre jetzt zu krass gewesen. Was ist ein Babybett? Das habe ich mich erschreckt. Ist da ein Wal jetzt gegen die Scheibe gesprungen? Ach, das Ding da hinten soll ein Babybett sein. Das Blut, hä? Okay. Alles sehr surreal. Ich gehe da einfach mal rein. Ey, das wirkt wirklich wie auf einem sehr, 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 sehr miesen... Horrortrip oder irgend sowas. Sag jetzt nicht, wir starten wieder dort. Ist das laut? Naja, alle guten Dinge sind drei. Also jetzt sollten wir herauskommen. Kazumi, Voyager 1231 River, Elea, Catherine Jones, requesting assistance to exit. Ist jetzt... Ich frage mich, ob ich in der Schleife festhänge, wenn ich nicht immer... Was zeigt uns denn das Video da unten? Ist das ein Rätsel? Ich glaube nicht, oder?
Warte, ich geh jetzt da nochmal. Ich frage mich, ob wir in der Schleife festhängen, wenn wir nicht das Richtige machen. Da ist wieder der Wal. Warte mal, was haben wir denn hier? Guck mal. Ah ne, das ist nichts. Die geht nicht auf. Soll ich da jetzt nochmal reingehen? Starten wir dann wieder von vorne. Ich kann zoomen mit rechter Maustaste noch. Nein, ich mag keine Haie. Ah, der geht zu dem Babybett. Das ist sowas, vor deinem habe ich riesige Panik, ey. Haie ist sowas da. Kriege ich gerade Gänsehaut. Geht der Hai jetzt auf das Babybett zu? Der Hai frisst jetzt das Baby, oder was? Ah ja! Der hat das Baby gefressen. Ich glaube, in die Kugel muss ich nicht reingehen, oder? Ich muss mir das angucken. Oh, das schwimmt jetzt zu mir. Sehr gruselig. Liegt da was? Nee, das liegt da noch drin. Ah, das hat ein Loch. Das geht jetzt gerade unter. Ey, Leute, das Gesicht sieht ja mal mega aus wie mein Gesicht. Naja, nicht ganz, aber... Ich dachte gerade so, ey. Kazumi? Kazumi, come in. Kaz? Tschüss. Ist die Tür jetzt endlich mal offen? Auch nicht, ne? Sprinten können wir auch noch nicht. Soll ich wieder in die Kugel jetzt mal reingehen? Ich glaube schon, oder? Ich habe keinen Bock mehr, aber das normal anzugucken. Ich glaube, wir müssen da rein. Ah, oder auch nicht? Ah, ich kann gar nicht rein. Da sagt sie von selber, also besser nicht. Da war gerade doch... Da, was ist das? Ist das... Hä? So eine Art Tablet oder so? Ein Monitor, ne? Aua, ich dachte, das ist eine Decke. Also das ist schon eine Decke, aber das ist so eine Glasscheibe oder irgend sowas. Was ist denn da oben? Habe ich jetzt noch gar nicht nach oben geguckt. Da steht doch was. Ich kann es nicht lesen. Ich kann nicht weiter hochgucken. Schade. Soll ich jetzt da rein? Der Pfeil zeigt nach oben. Warte mal, ich muss da rein. Nee. Ah, die Tür ist offen. Ich Depp. Ich sehe das erst jetzt. Wie lange ist die denn schon offen? Das sind so Planeten oder sowas, ne? Explore the Galaxy. Das ist so ein Fahrstuhl, hä? Also diese Flimmer, die man hier im Bildschirm sieht, ne, die sind auch hier im Spiel drin. Das liegt nicht an der Aufnahme oder sowas. Wer würde denn sowas freiwillig über sich ergehen lassen? Nee, ist eben nicht okay. Klar, fallen die einfach darunter. Hä? Wo ist denn jetzt der Aufzug hin?
Mir runterspringen kann ich nicht. Ich dachte zuerst, ich muss runterspringen. Leer. Warte mal, ich guck mal da unten hin. Was ist denn das? Bewegt sich ja irgendwas im Wasser. Ah. Was war das jetzt? Ich mag so Meere nicht. Mit so. Ich sag euch eins, wenn wir jetzt hier ins Wasser fallen und wir mit den Haien frohen Mund das schwimmen, dann breche ich das Let's Play ab. Das ist mir dann zu viel. Das ist nur so ein Computerprogramm. Wahrscheinlich hat das einen Fehler, was da in unserem Kopf abgespielt wird. Siehst du hier einen Fehler? Ist wie so ein VR-Erlebnis für die. Nur noch ein bisschen realistischer. Der kann aber hochspringen, du. Ui, cool, eine Brücke. Ey, ich hab ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Was ist das denn? Eine Tür. Was man hier machen muss. Egal, was du tust, lauf nicht zum Licht am Ende vom Tunnel. Oh ja, einfach so einer. Hä? Hä? Ranger River Alea, are you with me? Kaz, what happened? There was an interference with your console. What interference? Something in here. I can't read the data. Interesting. You can't. I suggest to speak in private. Come to Metscan. I need to examine you anyway. Why do I need to be examined? I'm executing a forced shutdown now. Okay, also wir befinden uns auf jeden Fall wirklich in so einer Art Programm oder so. Und das hat anscheinend einen Fehler. Schwer zu übersehen. Und der tut das Programm jetzt mal abschalten. Und wir müssen jetzt zu dem kommen und uns untersuchen lassen, was da für Probleme sind. Ich wette, das funktioniert nicht. Kaz, are you there? Es lädt noch. Als ich mich von oben benutze, WASD, um dich. Siehst du, das was auch immer da. Gott, ich kann. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal geradeaus. Ich kann mich bewegen und dabei trotzdem. Ich laufe zu dem Licht. Ich laufe nicht zu dem Licht, wie es aussieht. That's enough, Kaz. Jones?
relax and enjoy the trip. Ja, es war ein mega Erlebnis gewesen. Kann ich was machen? Ne, es scheint immer noch nicht wirklich zu funktionieren, ha? Oh doch, wir sind draußen, oder? Ich kann mich umsehen. Das ist unser Name, ist das. Is this your way of showing concern, Alice? But I am concerned. I guess you haven't checked your mailbox. Damn it, he sent it to everyone? You pissed him off real good. Okay. Until the remote observation cycle is concluded? That's another month at least. How can this idleness be of any use? I don't get it. For all it matters, I am on your side. Oh, that changes everything. What? You don't believe I want you to find your husband? I believe you don't care. Oh well, you might be right. Oh, wir können rennen. Da stand eben gerade was. Oh, wir sind jetzt auf irgendeinem Raumschiff. Okay, das finde ich jetzt schon mal geil. Also. Das ist anscheinend irgendwie so ein Generator, womit man so Trips erleben kann. Und bei uns ist der anscheinend so ein bisschen schief gegangen. Also der hatte Fehler gehabt. Und jetzt sollen wir uns ja untersuchen lassen. Sag mal her, was. Okay. Hier kannst du echt mit allen fast interagieren. Das finde ich noch cool. Okay, okay, wir haben aber jetzt einen Auftrag erstmal. Wo konnten wir denn nochmal gucken? Mit I war das doch, genau. Zum Metzger. Okay. Ich muss da mit. Ich muss mit Kazumi sprechen. Der will unter vier Augen. Oder die, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist ein Typ gewesen. Ich müssen hier raus. Ich will irgendwie hier raus. Aber wie kommen wir denn hier raus? Ich glaube, ich muss in den Computer sprechen. Da ist ein Ausrufezeichen. Das kann nur richtig sein. Also. Nee. Da kann ich nichts mehr machen. Da können wir uns wieder reinsetzen. Ich will mich nicht hinsetzen. Ja, ist leer. Alles gehört ihr da. Ja, ich würde gerne raus. Push. Warum Fragezeichen? Ah. Ah. Da war doch gerade was. Da. Nein. Nee, oder? Oder die Tür muss man einfach pushen, oder was? Oder das hier? Wie komme ich denn hier raus, Mann? Was ist das da? Tschüss. Jetzt soll ich mich da wieder reinsetzen, oder was? Und dann? Nee, ich hab keinen Bock nochmal auf so einen Drogenrausch. Ah doch? Muss ich nicht, hätte ich nicht rausgehen müssen. Jetzt kann ich mich schon wieder nicht mehr rennen. Aber ich muss jetzt zu Kazumi. Hallo?
Jetzt kann ich wieder nicht mehr sprinten. Jetzt kann ich's wieder. Ah! Ich glaube, wir müssen hier lang. Also ja, schon krass. Und ich zweifle auch nicht daran, dass das nicht mal irgendwann möglich sein wird, sowas zu erleben. Aber dann bitte ohne die ganzen Fehler. Da kriegt man ja Kopfschmerzen von. Ich frage mich, ob das andere Spieler in dem Sinne sind oder ob die einfach reinprogrammiert worden sind. Ich meine, wirklich cool sind die ja nicht. Also dann schon eher so echte Menschen, nicht? Hey, was ist das denn? Okay. Leute, ich merke auch, die Zeit rennt uns davon. Aber ich würde es gerne noch zu Kazumi schaffen. Da machen einfach welche Übungen auf dem Boden. Cool. Okay. Boah, sieht aber schon ziemlich geil aus hier, muss ich sagen. Mit so kleinen Robotern sogar am Start. Ein kleiner R2-D2. Ah, guck mal, da kann man die Simulation verlassen. Ja, will das beenden. Ich kann nicht drücken. Warte mal. Press. Ja, ich press ja. Es geht nicht. Es passiert ja nichts. Ich bin hier auf ewig gefangen. In dieser surrealen Welt. Es... Mann! Ich kann doch nicht drücken. Oh, sag mir nicht, wir sind hier falsch. Nee, das glaube ich nicht. Wir sind hier nicht alles hergelaufen. Oh, guck mal, da ist noch so eine Tafel. Vielleicht können wir da was machen. Aha. Guck, da kann ich ja auch drücken hier. Da kommt ja so eine Hand. Warte, ich gehe mal zu dem R2-D2. Alles gut? Oh, da komme ich nicht weiter. Mann! Okay. Dum, 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 dum. Ich probiere jetzt nochmal da drauf zu pressen. Was war das? Ich glaube, wir sind hier falsch. Ich glaube, ich muss irgendwo anders hin. Also ich glaube zwar, wir müssen hier irgendwann hin, aber ich glaube, wir sind zu früh hier. Wir müssen noch irgendwas anderes machen. Sonst könnte ich ja da drauf drücken. Hier rechts ist nichts, oder? Aber wir laufen aber auch so langsam. Das ist ungemein mühsam. Verfolgt der mich jetzt, der R2-D2? Nee. Konnte man auch noch woanders hin? In der Mitte, da war noch so ein Bildschirm. Vielleicht muss ich erstmal auf den drücken. Jetzt macht er Liegestützen. Vor euch Sit-Ups. Hm. Ah, hier ist ja der Typ vorhin hingerannt. Warte mal. Oh, guck mal, was ist das denn? Da haben wir was gefunden.
Ja, aber... Passiert nichts. Es steht nur das eine da drinne. Okay. Aber das sollten wir, glaube ich, angedrückt haben. Also ich weiß nicht, ob man die Sachen durchlesen muss, ob das Story relevant ist. Wenn ja, könnt ihr euch das ja kurz dann stoppen und durchlesen. Aber das würde das Video ins Unermessliche ziehen, was die Länge betrifft, wenn ich das jetzt alles noch vorlesen würde. Und ich bin immer so aufgeregt beim Aufnehmen. Da verlese ich mich immer. Versteht ihr doch sicher, oder? Mein Gott. Yo, Leute. Ich glaube, ich beende den Part hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall weitermachen noch. Ich will unbedingt wissen, um was es hier geht. Und wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Nee, es geht immer noch nicht. Schade. Okay, ich werde es auf jeden Fall noch rausfinden, wie man hier rauskommt. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.